Was wir hier machen, ist Passion. Und Passion ist nicht der Jesus-Quatsch. ABC, genau. Dem Pflaster oder was? Klebt ihr das auf den Arsch, ey? Bisschen Pavian. Gerade und rüber und nicht chaotisch durchs Mittelfeld. Oh, heute Kreisliga, Fußball, ABC, C wie Chaos. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist Ferdinand, spielst du ohne Hose oder was? Wie war, da war keine mehr da? Zieh dir eine Hose an, Mensch, oder machen wir hier unten ohne Party? Wie letztens, ey, ne? Alle elf, ne? Unten ohne. Kommt's Ordnungsamt, sag ich, gucken Sie mal, was die hier machen. Das ist ja eine Unverschämtheit. Die drehen doch ein Porno. Die Lümmel von der Ersatzbank, sagt das Ordnungsamt, Sie sind doch der Trainer. Ich so, jetzt nicht mehr, jetzt bin ich Regisseur. Andi, du bist hier der Mittelfeldmotor. Ohne Automatik. Schalt doch mal! Chaos, gerade im Winter, da liegen 2 Zentimeter Schnee, ne? Die einen nur am Meckern, die anderen kommen mit der Kreditkarte. Treffen sich 2 Schneeflocken, ne? Auf dem Weg zur Erde, sagt die eine, wo fliegst du denn hin? Sagt die eine, ja, zum Nordpol, kann man so schön liegen bleiben. Und die andere, wo fliegst du hin? Ja, zu Borussia Glück auf, da kann ich Chaos machen. Ja, komm, scheiß Witz, ich weiß, bin ja auch Trainer. Andi, wenn du nochmal flankst, ohne dass von uns jemand im Strafraum ist, dann rufe ich deine Olle an und sag dir, dass du mit einer anderen in der Kabine bist. Chaotenhaufen, ey. Willst du mal meinen Lieblingswitz hören? Pass auf, ein Typ kommt mit dem Affe in eine Kneipe, ne? Typ stellt Pilzkin, der Affe am Durchdrehen, ne? Klaut Zitronen aus den Getränken, hüpft über die Stühle, ne? Auf den Billardtisch, ne? Und frisst die 8er Kugel und schluckt die unter. Der wird völlig am Durchdrehen, völlig am Durchdrehen. Der Affe hat die Kugel gefressen, der Typ bleibt mal locker, komm, ich zahle das alles, der dreht ein bisschen durch, ist okay. Ne? Nach 2 Wochen kommt die wieder, Typ wieder Pilzkin, der Affe am Durchdrehen und findet in dem Getränk so eine Kirsche, ne? Steckt die sich erst in den Arsch, lutscht die dann ab und schluckt sie unter. Der Wirt, völlig am Ausrasten, meinte so, hast du das gesehen, was dein Affe gemacht hat? Der hat sich die Kirsche an den Arsch gesteckt, hat die dann abgelutscht und hat sie dann gefressen. Das kann doch nicht angehen. Sagt der Typ, ja, das kann ich mir doch schon vorstellen. Also der frisst ja immer noch alles. Aber seitdem er die Billardkugel bei dir das letzte Mal gefressen hat, misst er vorher ab. Hermann, roll rüber da jetzt! ABC, genau. Dem Pflaster oder was? Klebt ihr das auf den Arsch, ey? Bisschen Pavian. Boah, ey, dem Einzige, was hier knipst, ist eine Lokalpresse mit dem Fotoapparat.